Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in unserem heutigen Predigttext lesen wir von der Verabschiedung Jesu von seinen Jüngern. Wie er dort vor seiner Himmelfahrt noch einmal zusammenkommt mit seinen Jüngern und da, was er zum Ausdruck bringt, ist reduziert auf das Wichtigste, das, was er sagt. Wir kennen das ja bei Verabschiedungen. Bei mir ist das so, wenn ich weiß, ich bin wieder einige Tage unterwegs, verabschiede mich dann von meiner Frau, dann sage ich ihr am Schluss nochmal, wie lieb ich sie habe, weil mir das ganz besonders wichtig ist. Oder aber, wenn ich bei meinen Eltern auf Besuch bin, dann verabschiedet meine Mutter sich immer und sagt mir, dass ich langsam fahren soll, weil sie glaubt, dass ich in den letzten 10 Jahren meinen Fahrstil nicht ganz so groß geändert habe. Das ist das, was wir machen. Bei Verabschiedungen reduzieren wir das, was wir sagen, immer auf das Wichtigste, auf das, worauf es ankommt, was wir nochmal mitgeben wollen. Und genau das ist das, was Jesus eben auch tut. Bei seiner Verabschiedung von seinen Jüngern sagt er, das, was jetzt kommt, jetzt müsst ihr aufpassen, das ist entscheidend, denn das, was ich jetzt sage, das gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich wiederkommen werde. Bis zum letzten Tag auf dieser Erde gilt das, was jetzt kommt. Und dann sagt er, als Gott dieser Welt habe ich alle Macht, ich habe alle Gewalt, ich habe Vollmacht, sagt er. Und mit dieser Vollmacht sende ich euch jetzt aus. Und dann kommt ja der Missionsbefehl. Aber das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, ich gebe euch Vollmacht. Das müsst ihr behalten. Vollmacht, die euch gegeben ist. Die Frage, die sich uns jetzt stellt, lautet, wozu benötigen wir diese Vollmacht? Wozu braucht es das, dass wir vollmächtig etwas tun? Ich glaube, diese Vollmacht bezieht sich einzig und allein auf eine einzige Sache. Auf das zu Jünger machen. Wir brauchen die Vollmacht Jesu, damit wir zu Jünger machen. Denn hingehen können wir selbst. Auch taufen können wir auch ohne die Erlaubnis Gottes. Auch lehren kann man ohne Gottes Vollmacht. Aber eine Sache kann ich nicht ohne die Vollmacht Gottes. Dass Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit, dass Menschen zu Jüngern werden. Dafür brauche ich die Vollmacht. Das gilt es zu begreifen, das müssen wir vor Augen haben. Ich möchte den Predigttext lesen, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir wollen stille werden und beten. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir danken dir für dieses dein Wort, das du uns gibst, dass du uns heute Morgen zusprichst, dass du uns sagst, dass dir als Gott dieser Welt alle Gewalt gegeben ist, dass du Vollmacht hast und dass du uns jetzt aussendest. Und dafür danken wir dir und dass wir verstehen, Herr, wofür wir diese Vollmacht brauchen, wie diese Vollmacht wirkt, dass wir umgestaltet werden, dass wir ausgerichtet werden auf dich und dass wir als Zeugen in dieser Welt stehen, Herr, dafür braucht es deinen Segen, dass du das in unsere Herzen reinschreibst, dass wir den Wunsch, das tiefe Verlangen haben, Herr, überall, wo wir sind, von dir zu zeugen. Und deswegen bitten wir dich alle miteinander, dass du das Reden und das Hören auf dein heiliges, auf dein vollkommenes und irrtumsloses Wort an uns allen segnen magst. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir verstehen wollen, worauf es bei der Vollmacht Jesu ankommt, dann müssen wir vor Augen haben, was wir mit der Vollmacht konkret tun müssen. Denn bei der Vollmacht kommt es auf eine Sache an. Bei der Vollmacht geht es um das Machen, dass ich etwas tue, dass ich die Vollmacht, die mir gegeben ist, einsetze. Da bringt jetzt dem Chef zum Beispiel gar nichts, wenn er zu seinem Angestellten hingeht und sagt, ich gebe dir die Vollmacht, damit du hingehen kannst zu einem Kunden, um eine Unterschrift einzuholen. Da bringt jetzt diesem Chef nichts, wenn der Angestellte nicht hingeht, sondern einfach auf seinem Bürostuhl sitzen bleibt. Eine Vollmacht hat nur dann einen Zweck, hat nur dann eine Bedeutung, wenn sie eingesetzt wird. Bei der Vollmacht geht es immer um das Machen.
Deswegen habe ich auch diese Predigt überschrieben: Jesus gab uns Vollmacht, setzen wir sie auch ein. Wir müssen also etwas tun. Wir müssen die Vollmacht, die Jesus uns gegeben hat, einsetzen, damit Menschen zu Jüngern werden, damit Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Dafür müssen wir hingehen und diese Vollmacht einsetzen. Das ist das Ziel. Wie setzen wir diese Vollmacht ein, die Jesus uns gibt? Drei Punkte nennt Jesus selbst in diesem Text, in diesem Missionsbefehl, wie wir diese Vollmacht einsetzen. Ein erstes, einsetzen, indem wir hingehen. Ein zweites, einsetzen, indem wir taufen. Und ein drittes, einsetzen, indem wir lehren. Ein erstes, wie wir diese Vollmacht Jesu einsetzen, indem wir hingehen. Dass wir immer wieder bereit sind, hinzugehen zu den Menschen dieser Welt. Dass wir rausgehen und vom Evangelium Gottes sprechen und sagen, da gibt es einen Retter in Jesus Christus. Denn Jesus hat uns ja nicht nur berufen zum Glauben an ihn, dass wir an ihn glauben, sondern hat uns auch berufen, dass wir hingehen zu den Menschen dieser Welt und andere zu Jünger machen. Das ist unsere Aufgabe als Jünger. Und das ist wichtig, das vor Augen zu haben. Dieser Missionsauftrag, der gilt uns allen. Da ist keiner hier heute Morgen, der irgendwie sagen könnte, ich bin Kind Gottes, ich bin gerettet, aber der Missionsauftrag, mir gilt der nicht. Da ist keiner von ausgenommen. Dieser Auftrag, der gilt dir, da hast du keine Wahl. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das ist ja kein Missionsvorschlag. So nach dem Motto, diejenigen unter euch und ihnen, die ganz besonders fromm sind, die es ganz besonders ernst meinen mit dem Glauben, die können jetzt noch eine Aufgabe on top bekommen, die gehen raus und sind Zeugen. Jesus sagt, nein, das gilt uns allen, dass wir immer wieder hingehen zu den Menschen dieser Welt. Wenn du Teil der Familie Gottes bist, dann ist dein Auftrag ganz klar vorgeschrieben. Dann sagt, das ist ganz klar, sagt Jesus, was du zu tun hast. Wenn es nur auf die paar hauptamtlichen Profis ankommt, die darin ausgebildet wurden, die studiert haben, dann können wir sofort einpacken mit dem Reich Gottes. Das bringt überhaupt gar nichts. Es ist eure Aufgabe, hinzugehen zu den Menschen dieser Welt. Denn dafür hat Gott uns Vollmacht gegeben. Vollmacht, damit Menschen zu Jünger werden. Und dafür müssen wir hingehen. So setzen wir diese Vollmacht ein, durch das Hingehen. Jetzt am Anfang eines Jahres gehen ja viele von euch und Ihnen ja auch immer wieder hin und reflektieren nochmal so das alte Jahr. Habe ich auch gemacht in den letzten Wochen, mir nochmal ein paar Gedanken gemacht. Wie ist das gewesen im letzten Jahr? Wie hast du gelebt? Wie haben sich Dinge entwickelt? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Was will ich im kommenden Jahr besser machen? Und das ist wichtig, dass wir immer wieder reflektieren, auch in unserem Glaubensleben. Wie sind da die Dinge? Bin ich noch klar ausgerichtet auf das, worauf es ankommt? Nochmal, das, was Jesus uns hier mitgibt, das ist reduziert auf das Wichtigste. Da hat Jesus nicht noch gesagt, was wir noch alles tun können und machen, was auch gut und wichtig ist für eine Gemeinde. Er sagt, das, worauf es ankommt, die primäre Aufgabe ist, dass ihr hingeht. Hingeht mit der Vollmacht, die ich euch gebe. Und da müssen wir uns selbst immer wieder prüfen. Dass wir gucken, wie lebe ich mein Leben als Christ? Habe ich den Blick noch auf das Wesentliche? Oder lebe ich nur noch in so einer Kommenstruktur, habe mich so jetzt so in den letzten zwei Pandemiejahren so ein bisschen dran gewöhnt, dass ich nur noch in die Gemeinde komme oder online nur noch zugeschaltet bin und dann sage, ja, ich lasse mich so ein bisschen berieseln. Das gehört halt dazu, in den Gottesdienst zu gehen als Christ. Aber so in einer Gehstruktur drin zu stecken, dass ich auch immer wieder bereit bin, hinzugehen zu den Menschen dieser Welt, da muss ich sagen, das ist nicht mehr so ganz drin. Ich bin nicht mehr bereit, aufzusuchen. Die Menschen, die verloren sind. Das zeichnet Nachfolge aus. Ob wir bereit sind, hinzugehen, das sagt ganz, ganz, ganz viel über mein eigenes geistliches Leben aus. Und wenn ich jetzt reflektiere, so am Anfang des neuen Jahres, das ist bei mir nicht der Fall, ich bin schon lange nicht mehr hingegangen, dann sollte einer meiner Vorsätze sein, mich neu darauf ausrichten zu lassen, neu hinzugehen. Denn wenn ich verstanden habe, Jesus Christus ist der Retter dieser Welt, er ist der einzige Weg zu Gott, dann muss ich hingehen. Wenn ich verstanden habe, ich bin blind gewesen, jetzt aber sehe ich, dann muss ich hingehen. So wie der Blindgeborene Johannes 9, der von Jesus dort geheilt wird, ganz, ganz großes Wunder. Und die Pharisäer, die gehen dann ja zu ihm hin, die bedrängen ihn ja richtig. Na, wie ist das gewesen und wie kann das denn sein? Und dann sagt er nur eine einzige Sache. Eins weiß ich, sagt er, ich war blind und jetzt sehe ich. Das ist das, was ich weiß. Der kann gar nicht anders, der muss davon reden. Der muss sagen, das habe ich erlebt. Das kann ich nicht irgendwie verschweigen.
Ich habe die Rettung Gottes durch das Augenöffnen erlebt. Und wenn wir das erlebt haben, dann müssen wir auch davon sprechen. Dort, wo unsere geistlichen Augen aufgetan wurden. Denn das ist wichtig, dass wir hingehen, damit andere zu Jünger werden. Und da bitte prüft euch da einmal, wie ist das gewesen im letzten Jahr? In der Nachbarschaft, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz? Wie oft sind wir dort hingegangen? Ihr Lieben, die Gemeinden in unserem Land, die dümpeln gerade deswegen größtenteils vor sich hin, weil sie nicht mehr unterwegs sind, weil sie nicht mehr hingehen zu den Menschen dieser Welt. Hauptaufgabe einer Gemeinde ist es, immer hinzugehen. Ganz klar davon zu reden, Jesus Christus ist der Herr. Und wo eine Gemeinde das nicht mehr tut, da hört sie bald auf zu brennen, da ist das Feuer bald ganz erlischt. Und das, was für eine Gemeinde gilt, gilt auch immer für den Einzelnen. Dass wenn wir nicht mehr hingehen, dass das Feuer in unserem Glauben bald verschwunden sein wird. Dass jetzt allerdings durch das Hingehen etwas passiert, dafür braucht es noch etwas. Dass wir diese Vollmacht einsetzen, dafür braucht es, dass wir das Ganze vorbereiten in unserem Hingehen. Und das tun wir durch unsere Gebete. Dass wir sagen, Gott, ich gehe für dich hin. Ich gehe und ich bin bald unterwegs. Damit da jetzt aber etwas passiert, dafür musst du wirken. Und deswegen bitte ich dich, schenk mir Vollmacht. Und dann betet ihr ganz konkret für diese Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Dort, wo ihr eben unterwegs seid, da macht ihr das dann deutlich. Im Gebet und drückt das aus. Gott, du musst wirken. Du musst Vollmacht schenken. Das ist unser Auftrag. Jetzt ist es oft die Erfahrung von den Predigern, dass wenn man einer Gemeinde immer und immer wieder sagt, ihr müsst hingehen und hingehen und das kann ich jetzt noch 10 Minuten weitermachen, da passiert meistens nicht ganz so viel. Deswegen habe ich einen ganz klaren Arbeitsauftrag für euch, den ihr jetzt mitbekommt für die kommende Zeit. Wie ihr eben hingehen könnt, ganz klar. Ihr bekommt einen Gebetsauftrag. Geht kurz in eurem Kopf 3 Leute durch, die Jesus Christus nicht kennen. 3 Menschen, die nicht klar beim Heiland sind. 3 Menschen brauchen wir nicht lange. Und für diese 3 Menschen hast du jetzt Verantwortung. Da stehst du in der Verantwortung, denn als Jünger Jesu gehen wir immer wieder zu den Menschen hin und das bereiten wir im Gebet vor. Nochmal, Jünger machen, das kann allein Jesus Christus. Dafür schenkt er uns Vollmacht. Aber wir setzen diese Vollmacht ein, indem wir hingehen und das bereiten wir im Gebet vor. Und vielleicht sagst du, ich bin der Einzige bei mir in der Nachbarschaft, in der Familie, der glaubt. In meinem Uni-Jahrgang, in der Klasse, wo ich eben bin, dann hat Gott dich privilegiert. Da hast du eine ganz besondere Stellung dort. Vielleicht bist du der einzige Mensch in deiner Umgebung, dort, wo du lebst, der Jesus Christus kennt. Vielleicht bist du die einzige Bibel, die manche Leute in ihrem Leben je lesen werden. Vielleicht bist du der einzige Zeuge in deinem Umfeld. Und da will Jesus Christus dich jetzt gebrauchen und dafür sollst du hingehen. Und da möchte ich dir Mut machen. Wenn du jetzt diese 3 Leute hast, dass sie jetzt hingeht, im nächsten Halbjahr, jeden Tag betet für diese 3 Leute. Jeden einzelnen Tag hinzugehen auf die Knie und Gott zu bitten, dass er die Herzen auftun mag, dass sie zum Glauben kommen. Denn das braucht es beim Missionieren. Ohne das geht es nicht. Wir können nicht meinen, da einfach hinzugehen und davon zu sprechen und dann passieren die ganz großen Dinge immer. Uns wurde beim Studium zwar beigebracht, und das ist wichtig, manchmal, da wirkt Gott trotz uns, und manchmal wegen uns. Aber, und das zeigt eben die Geschichte auch, dort, wo wirklich immer etwas passiert ist, das ist die Zeit gewesen, wo das Ganze im Gebet vorbereitet wurde. Die großen Erweckungen, dort, wo Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Deswegen immer wieder hinzugehen, für diese 3 Leute, jetzt beten, 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 jeden Tag. Wir stehen hier in einem geistlichen Krieg. Da ist der Widersacher, der versucht, die zu packen, festzuhalten. Und diesen Krieg, den können wir nur kämpfen mit geistlichen Waffen. Und die Waffe, die uns gegeben ist, ist eben das Gebet. Wenn du da ohne Gebetsunterstützung reinrennst, dann musst du dich nicht wundern, wenn da nicht viel passiert. Und da müssen wir aufwachen von unserer Gebetsmüdigkeit, in der wir oft drin stecken, dass wir nicht mehr beten. Vielleicht mal 2, 3, 4 Tage. Aber wenn da nicht direkt Menschen zum Glauben kommen, dann schlägt das schnell wieder ein. Ihr habt jetzt diesen Arbeitsauftrag, die nächsten 6 Monate, 180 Tage, für 3 Leute zu beten. Und glaub mir, dann passiert etwas. Wir können das ja einfach mal durchrechnen. Diese Predigt wird eventuell in den nächsten 24 Stunden 10.000 Leute erreicht haben. 10.000 Leute, die diesen Arbeitsauftrag jetzt gehört haben. In der nächsten Woche werden es noch viel mehr sein.
Aber alleine wenn 10.000 Leute jetzt sagen, okay, ich bete für drei Menschen in meinem Umfeld, das sind 30.000 Menschen, für die wir jetzt beten, ein halbes Jahr lang. Glaub mir, da passiert etwas, wenn wir auf die Knie gehen und in den lebendigen Gott darum bitten, dass er wirken mag. Dafür müssen wir hingehen. Ich habe das erlebt. Und das erzähle ich jetzt nicht, weil ich so ein toller Nachfolger bin. Ganz im Gegenteil, ich habe ganz, ganz viele Schwächen, die Dinge, die ich nicht hinbekomme. Nochmal, es geht um die Vollmacht Jesu. Er allein muss das schenken, er allein kann das schenken. Wir sind nur Diener. Ich habe das gemacht, für drei Leute gebetet. Ich mache das immer noch heute. Habe das gemacht während meines Studiums in der Schweiz, damals für drei andere. Und habe gebetet, intensivst, jeden Tag, dass sie zum Glauben kommen. Einer von denen war ein ehemaliger Klassenkamerad, mit dem bin ich schon in der Grundschule gewesen. Wir treffen uns alle paar Monate und da habe ich gebetet, dass Gott sein Herz öffnen mag. Nach diesem halben Jahr treffen wir uns dann und dann kommt er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Dann werden seine Augen geöffnet, dann darf er leben. Nicht wegen mir, ich habe nichts damit zu tun. Alles die Vollmacht Jesu. Aber genau das ist das, was passiert. Wenn wir hingehen und den Menschen von Jesus Christus erzählen. Deshalb, wenn dein Kind, wenn dein Partner, dein Klassenkamerad, wenn ihr Arbeitskollege, die Menschen in ihrem Umfeld nicht glauben, hingehen, beten, 180 Tage, jeden Tag. Jesus gibt uns Vollmacht. Und diese setzen wir ein, indem wir hingehen. Und das bereiten wir vor durch das Gebet. Ein zweites, wie wir diese Vollmacht Jesu einsetzen, ist, indem wir taufen. Das ist ein zweites, was Jesus hier nennt. Jetzt ist es nicht unser aller Auftrag, mit Wasser zu taufen, aber es ist unser aller Auftrag, dass Menschen, dass wir sie hinführen, dass sie mit dem Heiligen Geist getauft werden. Bedeutet, dass sie wiedergeboren werden. Das ist unser Auftrag, das ist unser Job. Dass wir dafür sorgen, dass Menschen den Heiligen Geist empfangen. Dafür gehen wir hin, dafür beten wir. Und wenn diese Menschen dann zum Glauben kommen, wenn sie dann dahin kommen, dass sie sich taufen lassen. Das ist ja immer, die Taufe ist ja immer Ausdruck des Glaubens. Ohne Ausnahme. Zur Taufe braucht es immer den Glauben, Markus 16, 16. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und da sollen wir die Menschen jetzt hinführen, dass sie glauben. Dass sie den Heiligen Geist empfangen, dass sie geistlich getauft werden. Es geht also um diese geistliche Wiedergeburt. Und deswegen hier die zweite Frage. Wie sieht es da aus? Wie bringe ich jetzt jemanden zu dieser geistlichen Taufe, dort, wo jemand noch nicht wiedergeboren ist? Wir sind jetzt hingegangen, haben das Ganze im Gebet vorbereitet und jetzt müssen wir diesen Menschen aber auch helfen, dass sie eben zu dieser geistlichen Taufe, dass sie zur Wiedergeburt kommen. Und da die Frage an dich, wie ist das da gewesen in der letzten Zeit? Setzen wir da die Vollmacht Jesu ein, die er uns gibt und sorgen dafür, dass Menschen zu dieser geistlichen Taufe kommen? Wie machen wir das? Erstens, indem wir hingehen und immer die Entscheidungsfrage stellen. Dass wir den Menschen ganz klar und deutlich sagen, du musst eine Entscheidung treffen in deinem Leben. Das ist unser Job. Dass wir immer wieder hingehen und fragen, hast du die Sache mit Jesus Christus klar gemacht? Ja oder nein? Bist du unterm Kreuz gewesen? Hast du dich reinwaschen lassen? Nicht glaubst du an einen Gott, an einen lieben Gott. Da würden 99% sagen, ja, da glaube ich dran, das ist gar kein Thema. Da kannst du auf dem Geburtstag deiner Tante so oft von erzählen, wie du willst, da hat keiner ein Problem mit. Aber unser Gott, der hat einen Namen, Jesus Christus. Und wenn wir diesen Namen aussprechen, da fangen dann die Geister auf einmal an zu toben. Da passiert etwas im Menschen. Da werden Menschen nervös. Aber genau das müssen wir tun. Immer wieder die Entscheidungsfrage stellen. Bist du beim Heiland? Hast du die Sache mit Jesus Christus klar gemacht? Ja oder nein? Das ist die Frage, die wir zu stellen haben. Und wenn die Menschen sagen nein, dann müssen wir hingehen und sie einladen. Einladen zu Jesus Christus. Wenn die Menschen verstanden haben, ich muss eine Entscheidung treffen, dann kommt der zweite Schritt zu dieser geistlichen Taufe, dass wir deutlich machen, so, der nächste Step ist jetzt Buße tun. Hingehen und Buße tun, denn anders geht es nicht. Und da müssen wir die Menschen warnen, dass das wichtig ist, dass es einen Tag gibt, der zu spät ist. Da wird der lebendige Gott richten. Da müssen wir sie warnen, dass sie eben Buße tun müssen. Wenn der Nachbar sich dafür entscheidet, nächstes Jahr wieder nach Kroatien zu fahren, schön Urlaub zu machen, das Auto packt und du siehst dann am Abend vorher, ist der Steinmarder unterm Auto. Der zerfrisst die Bremsleitungen. Da wirst du am nächsten Tag nicht dastehen, dich so ein bisschen an das Garagentor lehnen und den Nachbarn sagen, du Nachbar, weißt du, es gibt da ja Tiere, die können einem Auto Schaden zufügen.
Ja, ist mir bekannt. Alles klar, habe ich meine Schuldigkeit getan, gehst du rein. Nein, das würdest du nicht machen. Du würdest hingehen, du würdest dich vors Auto schmeißen, du würdest ihnen den Schlüssel wegnehmen und sagen, du darfst nicht losfahren unter gar keinen Umständen. Wenn du jetzt losfährst, dann bist du, dann ist deine ganze Familie tot. Spätestens bei der nächsten Vollbremsung auf der Autobahn. Du darfst unter gar keinen Umständen losfahren. Das würden wir machen. So würden wir reagieren bei so einem läpperlichen Autounfall, wo es um ein paar Jahre geht hier auf dieser Erde. Wir wissen jetzt aber, als Nachfolger Christi, es geht um die Ewigkeit. Es geht um Leben und Tod, ob Menschen die Ewigkeit überhaupt erreichen. Da müssen wir noch viel mehr dran setzen. Und da müssen wir hingehen und sie warnen. Sagen, du musst Buße tun. Und dann nehmen wir die Geschichte zum Beispiel vom verlorenen Sohn. Und dann sagt ihr, passt auf, Jesus ist da gewesen und hat deine Geschichte erzählt vom verlorenen Sohn. Wie da jemand gewesen ist, in dem Dreck dieser Welt, in diesem Schweinekot. Und da ist er in sich gegangen, hat verstanden, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss Buße tun. Und dann ist er umgekehrt. Und das ist das, was der Mensch zu tun hat. Er muss hingehen und Buße tun. Wisst ihr, das ist mir in den letzten Monaten der Pandemie noch mal groß geworden. Dass wir in den Kirchen in Deutschland da geschlafen haben. Dass wir zu wenig aufgerufen haben zur Buße. Wisst ihr, die Kirchen haben keine Kosten und Mühen gescheut, um irgendwelche Impfzentren da aufzubauen in ihren eigenen Räumlichkeiten und Impfmobile zu mobilisieren. Alles schön und gut, wenn man gegen eine Krankheit angeht. Alles wichtig. Aber das, worauf es ankommt, das ist die Buße. Ich wünschte mir, dass die Kirchen unseres Landes mit demselben Eifer, wie sie da ihre Räumlichkeiten teils hergerichtet haben, ihre Räumlichkeiten herrichten, damit Menschen zu Buße kommen. Dass die Pastoren rausgehen und Buße tun. Zu Buße aufrufen, dass keine Impfmobile, sondern dass Bußmobile mobilisiert werden und diese in die Städte gehen, dass Menschen gerettet werden, denn darauf kommt es an. Das ist unser Auftrag. Dafür gibt Jesus uns Vollmacht. In der Bibel steht das ganz klar. Im Propheten Hesekiel, da warnt Gott uns. Da sagt er, du bist verantwortlich dafür, dass er, der Mensch, die Gelegenheit bekommt, sich zu bessern und sein Leben zu retten. Warnst du ihn nicht, so wird er zwar sterben, wie er es verdient, aber dich ziehe ich dafür zur Rechenschaft, wie für einen Mord. Und das, ihr Lieben, ist eine Sache, vor der wir Respekt haben müssen. Gott sagt in seinem Wort, wenn du als mein Knecht Hesekiel das Wort nicht klar ausrichtest, wenn du den Menschen nicht warnst, dann werde ich sein Blut von deinen Händen fordern. Ihr habt jetzt über diese drei Leute nachgedacht, die ihr kennt, in eurem Umfeld, die nicht glauben. Und ich sage euch das jetzt in aller Deutlichkeit. Gott wird von euren Händen deren Blut fordern, wenn ihr sie nicht warnt. Das ist unser Auftrag. Mir in meinem Job gilt das ganz besonders. Von mir wird er ganz viel Blut fordern, wenn ich das nicht tue. Das weiß ich. Daran muss ich mich immer wieder dran erinnern. Aber wenn ihr euch weigert, als Jünger Jesu nicht klar zur Buße aufzurufen, dann habt ihr ein Problem mit dem lebendigen Gott. Und deshalb die Frage an dich, sprichst du klar und deutlich von der Umkehr? Wisst ihr, es ist relativ einfach, hier zu stehen in einem christlichen Kontext und genau davon zu reden. Zu sagen, ihr müsst hingehen und zur Buße aufrufen, es gilt auch mir. Auch mir geht das in meinem Umfeld, wo ich mit Menschen in Kontakt trete, die Jesus Christus noch nicht kennen. Das ist bei mir überwiegend der Sport. Da bin ich einige Stunden in der Woche und da muss ich mir das immer und immer wieder sagen. Paul, du bist nicht nur hier, um ein bisschen zu schwitzen, anschließend einen Kaffee zu trinken. Du bist da, weil du einen Job hast. Und du musst immer wieder diese Frage stellen. Hast du die Sache mit Jesus klar gemacht? Immer wieder zur Buße aufrufen, es gilt mir. Man kann sicherlich noch mehr sagen zu dem Ganzen der geistlichen Taufe. Allerdings ist das wichtig. Wenn wir jetzt hingegangen sind, das Ganze im Gebet vorbereitet haben, dass wir dann diese Entscheidungsfrage stellen und zur Buße aufrufen. Ein drittes, wie wir die Vollmacht Jesu einsetzen, ist, indem wir hingehen und lehren. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Menschen in der Lehre weiterkommen. Auf der einen Seite, dass wir gucken, dass die Menschen in die Gottesdienste kommen, dass sie Möglichkeit haben, in die Bibelstunden zu kommen, gute biblische Predigt zu bekommen,
dass sie eben vorankommen, wachsen in der Lehre. Dass wir dafür sorgen, dass sie Zugang haben zu guter biblischer Literatur. Und vielleicht sagt der eine oder andere sich jetzt, das ist eine gute Möglichkeit. Dass ich jetzt im Jahr 2022 meinen Zehnten mal ein bisschen anders nutze. Dass ich die Möglichkeit nutze und mir jeden Monat einen guten Karton Bücher hole und die eben denen verschenke, die zum Glauben gekommen sind. Damit sie wachsen in der Lehre, dass sie vorankommen, denn das ist wichtig. Und vielleicht ist der eine oder andere da, der sagt, ich habe noch ein bisschen mehr Kleingeld da. Ich sorge dafür, dass jemand sich ausbilden lassen kann. An einem guten Seminar, einer Bibelschule. Dass man die Leute dahin schickt und sie sich geistlich ausbilden lassen. Dass sie eben vorankommen in der Lehre. Macht euch da bitte mal ganz konkret Gedanken. Welche Möglichkeiten habt ihr, damit Menschen in der Lehre vorankommen, dass sie wachsen? Jetzt ist es das eine, dafür zu sorgen, dass Menschen Zugang haben zu guter biblischer Lehre, zur Predigt. Ein anderes ist es, ihnen aber auch praktische Tipps mitzugeben. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss und ihnen drei Tipps mitgeben. Drei Tipps, die sie ganz konkret mitgeben können, wo sie sagen können, so, bei dem, der zum Glauben gekommen ist, das musst du umsetzen, um eben in der Lehre zu wachsen. Und dann erstes ist immer das Wichtigste, dass wir sagen, es ist so wichtig, die Bibel zu lesen. Hinzugehen und das deutlich zu machen. Ihr müsst die Bibel lesen, das ist wichtig. Ich habe das bei meinem Klassenkameraden, bei meinem ehemaligen erlebt. Wir treffen uns jetzt alle paar Monate und wenn ich von Jesus rede, da geht sein Herz immer auf, da freut er sich, das ist super. Aber wenn ich danach frage, wie ist das denn gewesen die letzten Wochen mit dem Bibellesen? Ja, ab und zu halt. Übersetzt fast gar nicht. Deshalb macht das deutlich, Bibellesen. Und da kann man auch hingehen und tatkräftig selbst unterstützen, dass man sagt, pass auf, wir machen das jetzt so, wir treffen uns einmal die Woche. Wir lesen parallel immer denselben Bibelabschnitt und treffen uns einmal die Woche und tauschen uns dann darüber aus, weil das so wichtig ist, dass wir in der Lehre wachsen. Das gehört zum Jüngermachen dazu. Jesus schenkt uns Vollmacht. Wir sollen lehren. Wir sollen dafür sorgen, dass Menschen in der Lehre vorankommen. Und viele von denen, die behaupten, sie glauben an das, was in der Bibel steht, von der ersten bis zur letzten Seite, die haben dieses Wort noch nicht von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen. Da ist es doch Quatsch zu behaupten, ich glaube daran. Wir müssen hingehen und fit sein im Bibellesen. Viele Christen, die lesen die Tageszeitung intensiver als das Wort Gottes. Da ist es natürlich kein Wunder, dass man nicht wächst. Wir können nicht hingehen, 3 Stunden am Tag Fernsehen, Serien gucken, 3 Minuten am Abend die Bibel lesen und meinen, dass wir dann irgendwie geistlich wachsen können. Das funktioniert nicht. Jesus war das wichtig. Und wir sind ja auch Jünger, wir sind ja auch Lernende. Das heißt, das, was wir weitergeben, das muss Autorität haben, indem wir das selbst machen. Ich kann ja auch nicht hingehen und sagen, wenn ich 20 Kilo zu viel auf dem Bauch habe, um da jemandem zu erklären, wie man ein Sixpack bekommt. Das klappt doch nicht. Auch wenn ich rein theoretisch weiß, wie das funktioniert. Wir haben die Aufgabe, hinzugehen, mit der Vollmacht Jesu uns zu lehren. Und das ist wichtig, dass wir da Vorbilder sind. Dass wir sagen, ich praktiziere das auch. Und dazu sagen, jeden Tag eine halbe Stunde, 15 Minuten abends, 15 Minuten morgens, die Bibel zu lesen. Da streicht man mal eine Sendung, mal eine Serie, da kommt man ohne Probleme mindestens einmal im Jahr durch die ganze Bibel durch. Das ist einfach so, dass wir in der Lehre wachsen, dass wir vorankommen, wenn wir in der Nähe der Stimme Gottes sind. Dann sagt ihr, pass auf, ein zweiter Punkt. Ein zweiter Punkt, den ihr ganz praktisch umsetzen könnt. Ihr geht hin und lernt die Bibel auswendig. Ich weiß, das ist jetzt so ein Punkt, da schrecken viele vor zurück und sagen, ach, da kann ich aber kein Vorbild sein, da tue ich mich selbst ja auch schwer mit. Wir mussten das damals im Studium, jedes Semester so 30, 40 Verse, die wir auswendig lernen mussten, aus jedem Buch der Bibel so die wichtigsten Verse. Und das ist wichtig, das Intus zu haben, das wirklich im Kopf zu haben. Denn wenn der Nachbar, der zum Glauben gekommen ist, sich nicht gerade im Glauben steht, sich aber Sorgen macht, dann gehst du direkt hin und sagst, pass auf, 1. Petrus 5,7. Und du weißt, was da steht. Indem ihr alle euren Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Das kommt wie aus der Pistole geschossen. Oder wenn der Klassenkamerad dann da ist und sagt, ich bin da in der Gemeinde, aber da ist ein Kerl, der geht mir so auf den Keks. Da sagst du, weißt du, überhaupt kein Problem. 1. Johannes 4,19. Indem wir einander lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann kannst du das deutlich machen. Dann sagst du, darauf kommt es an. Und dann zeigst du ihnen das genauso auf, denn wir werden ja alle mal versucht. Wir müssen ja alle Entscheidungen treffen, im Leben treffen. Wir müssen Stress abbauen. Wir müssen
Tipps mitgeben, wir müssen Selbstbewusstsein entwickeln. Und das tun wir und das haben wir eben dann, wenn wir das Wort Gottes in uns haben, wenn wir uns damit füttern lassen und wenn wir es einsetzen können in unserem Alltag. Wir haben Millionen von Gedanken, von Zahlen, von Fakten im Kopf. Teils Dinge, die völlig irrelevant sind für unser Leben. Ich glaube, wenn es einem wirklich wichtig ist, dann bekommt man es hin, das Wort Gottes auswendig zu lernen. Ein dritter und letzter Punkt, was ihr ganz praktisch mitgeben könnt, bei denen, die zum Glauben gekommen sind, dass ihr sagt, über die Bibel meditieren. Auch das ist wichtig. Ich weiß, dass das auch so einer der Punkte ist, wo viele zurückschrecken, weil bei dem Begriff der Meditation, da denken dann viele direkt an irgendwelche fernöstlichen Praktiken. Dabei geht es beim Meditieren nicht darum, den Gedanken einfach freien Lauf zu lassen, sondern es geht um intensives, zielorientiertes, konzentriertes Nachdenken. Darum geht es bei der Meditation. Dieses Wort finden wir ganz, ganz oft in der Bibel. Ihr würdet euch da wundern, wie oft von der Meditation die Rede ist, über das Wort Gottes zu meditieren. Und dann sagt ihr den Leuten, okay, passt auf, ihr habt da jetzt ja eure Verse, die ihr auswendig lernt, und über diese Verse denkt ihr jetzt nach. Nehmt euch einen Vers pro Tag, 10 Minuten. Intensives Meditieren, intensives drüber nachdenken, was Gott uns da für einen Schatz mitgegeben hat in seinem Wort. Ich glaube, dass kaum eine Sache uns Jesus Christus ähnlicher macht, uns näher zu unserem Heiland bringt, als das Meditieren, als das intensive Nachdenken über Gottes Wort. Und dass wir darüber staunen lernen, über das, was er uns eben mitgegeben hat. Der David, der wird unter anderem deswegen als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet, weil er genau das praktizierte. Weil er das Wort Gottes liebte. Es liebte, darüber nachzudenken. Psalm 119, 97. Wie liebe ich dein Gesetz. Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Und dafür müssen wir sorgen, dass Menschen in der Lehre wachsen. Deswegen Wort, Wort, Wort. Immer wieder in die Bibel zu gehen. Dass wir denen genau das mitgeben. Bibel lesen, Bibel auswendig lernen, darüber meditieren. Da wirklich tief eindringen. Und hier wieder die Frage an dich, an uns. Machen wir das? Setzen wir die Vollmacht ein, die Jesus uns gibt, indem wir dafür sorgen, dass Menschen in der Lehre wachsen, dass sie vorankommen. Liebe Gemeinde, ich habe damit begonnen, deutlich zu machen, worauf es bei der Verabschiedung ankommt. Dass das, was man sagt, reduziert ist auf das Wichtigste. Dass man nicht irgendwie groß drum herum redet. Und Jesus macht das deutlich. Er sagt, bis zum letzten Tag eures Lebens, bis zu dem Tag, an dem ich wiederkommen werde, zählt das. Ich, als Gott dieser Welt, gebe euch Vollmacht. Und diese Vollmacht, damit Menschen zu Jüngern werden, die setzt ihr ein, indem ihr hingeht, indem ihr tauft und indem ihr die Menschen lehrt. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.